Ach ja, unser schöner Zementklotz hier. Unser Ziegelsteinviereck. Man hätte vielleicht noch ein paar Formen reinbauen sollen, ne? Naja. Ah, warte mal, hast du hier die Lücken bewusst weggemacht? Was ich hier gerade mit Erde wieder aufschaufle? Ja. Ach so. Ja, weil hier kommt auch noch eine Kiste hin und dann ist das hier symmetrisch mit denen innen rein. Ach so. Scheiße. Brauchst du noch irgendwo? Ach, da. Habe ich jetzt die Kisten noch? Brauchen wir noch einmal Erde. So, ich habe noch eine Kiste im Inventar. Ja, dann musst du wohl mehr machen. Wie viele brauchen wir denn noch? Noch genug, ne? Scheiße. Ja. Die Studenten hier, weißt du? Studenten machen wieder hier Plagiats-Sachen, weißt du? Gib mir deinen Code, ich klau den! Und die Nicht-Studierten, die weniger verdienen, die machen die Arbeit. Wird das ganze Leben immer so sein. Ach, schön. Ich gemacht. Ja, ich glaube, ein Dualstudium ist eigentlich auch mit das Beste, was du da diesbezüglich machen kannst. Verdienst wenigstens noch ein bisschen Geld nebenbei. Ne, passt eigentlich. Das dann kurz zu entlocken und ihn teuer weiterzuverkaufen. Haben aber auch schon viele gesagt, dass ich meinen Kanal-Plugin theoretisch weiterverkaufen könnte, aber weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Mach ich nicht. Ist das hier? Nee, hä? Lass mich raten, Woodplanks sind nicht in der Kiste mehr vorne drinne. Nicht, weil sie hier mittlerweile eingelagert wurden, sondern weil sie einfach alle sind. Scheiße. Na, wir haben ein paar Woodplanks. Ja, ich brauche halt Gumm und Palm. Ach so, nee, die bleiben hier bei der Holzdinger. Ja, weil da nichts war. Ja, dann sind die alle. Wir hatten 200 Gumm. Ja, da musst du hier welche machen. Hier sind doch noch 52 Gummloks drin. Was haben wir denn gebaut, damit das Gumm... Wir haben ja über... Ich habe doch gestern 250 Loki. Stück zerlegt. 250 Stück. Was ist mit dem passiert? Guck mal. Oha. Warum kriegst du das jetzt alles? Weiß ich nicht. Oha! Har, har! Cool, danke. Nichts in dem Game braucht Gummlock, Alter. Doch, ich brauch Gummrot. Der Schilder. Ja, das Ding ist, Manuel, ich verdiene ja. Ich habe halt einen ganz normalen Programmiererjob. In der Firma, da verdienst du nichts. Und privat mache ich halt nichts im Programmierbereich, ne? Also ich programmiere halt Games oder so, aber bis jetzt habe ich da noch nie irgendwas gehabt, wo ich jetzt wirklich Geld mitmachen wollte, konnte. Könntest du aber. Könnte ich aber. So. Ja, das Ding ist halt auch bei der Firma, wo ich arbeite, verdiene ich eigentlich auch noch zu wenig. Also mein Gehalt ist tendenziell ein bisschen wach. Vor allem für die Zeit, wie ich da schon arbeite, etc. Aber
Ja, gut. Da habe ich mich jetzt schon oft genug drüber aufgeregt. Wird sich eh nichts ändern. Ich bin zufrieden, wie es aktuell läuft. Sag mal so. Ich will auch gar nicht großartig reich werden. Ich streame jetzt hier, probiere da noch nebenbei ein paar Groschen mit abzubekommen. Mein Ziel mit dem Stream ist, dass ich so erfolgreich werde mit dem Stream, dass ich wenigstens kein Minusgeschäft mehr habe durch das Livestream. Das ist so mein Ziel und dann ist alles fein. Ich muss nicht reich werden. Kali denkt sich jetzt innerlich, doch, du wirst reich, damit du mir alles kaufen kannst. Oder sie denkt sich, scheiße, ich habe mir den Falschen ausgesucht. Er hat keinen Bock, Geld zu verdienen. Hallo, wie stellst du mich denn da? Was macht denn Ninja-Hut hier in der Box? Sorry, Schnucki. Welcher Box? Eine Recycling. Was? Das ist doch gar kein Ninja-Hut. Ich habe ihn doch gerade auf. Ach so, vor allem sind auch Klamotten drin, warum? Doppelt haben. Hä? Behalten? Weißt du, wie oft ja, Leute aber kommen und ja sagen. Neue. So, dadurch habe ich den Piratenhut bekommen. Wie? Was sollen wir denn? Ja, wir haben die doppelt. Warte, du hast den Piratenhut aus der Recyclingbox bekommen? Ja. Ah, echt? Siehst du, ja. Ich sag's doch. Nee, weil. Ah. Weil normalerweise, wenn du Sachen aufbehältst, manchmal kommen ja NPCs und sagen hier. Ich habe keinen Bock mehr auf meine Klamotten, gib mir irgendwas anderes, dann kannst du nämlich deine doppelten Klamotten dafür nutzen. Weißt ja, du, dann was guck mal in eine Kiste rein und dann ist gut. Da wird bestimmt immer was drin sein. Ich könnte mir vorstellen, da das Zeug ja alles serverübergreifend ist, dass die anderen Spieler, die was in die Recyclingbox machen, dass die dann mit euch tauschen. Also, dass ihr was von ihnen kriegt und sie was von euch. Das wäre krank. Und das geht dann immer hin und her. Das wäre krank. Das wäre strong. Ja, das ist true, das ist true. Manuel, das ist true. Aber ich bin trotzdem mit dem. Ich will ja gar nicht mehr so sehr in die Programmierung rein, also. Mir wäre es lieber, ich will gar nicht mehr in Firmen rein. Ich habe ja jetzt schon bei meiner Firma gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf 40 Stunden. Ich arbeite jetzt auch nur noch 30 Stunden die Woche. Weil ich das eigentlich alles gar nicht mehr möchte. Ich probiere da jetzt immer mehr rauszuwachsen und probiere immer mehr meinen eigenen Scheiß zu machen. Ne? Also. Ich mache das schon. Und ich muss sagen, mir geht es ja aktuell jetzt auch nicht so schlecht. So, ich kann, glaube ich, wieder ungefähr 20 Kisten machen. Ich bin ja mittlerweile 34 Jahre alt. Also, auch wenn man mir das nicht anmerkt und ich aussehe wie 16, aber nee, ich bin mittlerweile 34. Und der ganze Betriebsstress, das ist mir zu blöd. Irgendwann kommt noch der Moment, wo es einmal klack macht und dann habe ich mit irgendwas, was ich hier so mache, einfach mal ein bisschen Erfolg. Das Ding ist, ich habe aber auch sehr viele Ideen, gerade auch was Spieleentwicklung angeht und sowas. Ich habe viel zu viele Ideen in meinem Kopf und das steht mir persönlich ein bisschen im Weg. Weil dadurch kann ich, vielleicht ist es auch eine Krankheit oder irgendwas, ich weiß es nicht, dadurch kann ich nicht bei einer Sache bleiben. Das ist schwierig. Wobei, aktuell habe ich ja eigentlich ein Projekt, bei dem ich auch bleibe und bleiben muss. Weil ich ja zusammen mit Nüfter ja eigentlich ein Spiel entwickle. Da geht es nächste Woche erst weiter. Weil ich jetzt mit YouTube wieder angefangen habe und ich seit 3 Wochen nur noch am Schneiden bin. Und ich habe jetzt so gut wie alles fertig. Mir fehlen nur noch 2 Videos und ich schaffe 2 pro Tag. Also spätestens Montag bin ich komplett fertig. Und dann geht es da auch wieder weiter. Ja. Aber ich habe eigentlich schon wieder eine neue Idee in meinem Kopf. Das ist richtig schlimm bei mir. Eislächen. Vielen, 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 vielen Dank. Dir natürlich auch,
sehr viel Erfolg, vor allem auch bei deinem Studium. Und ja, du kommst ja hier öfters wahrscheinlich schon mal rein. Wir gucken mal, ne? Also wenn du noch ein bisschen warten kannst, kann ich mir auch gut vorstellen. Montag habe ich ja, ich habe ab nächste Woche Urlaub. Vorher werde ich auch keine Zeit dafür haben, dass ich da mal Montag über meinen Code rüber gucke. Da die hardcodierten Sachen rausmache und dann kann ich das eigentlich auch so zur Verfügung stellen. Ich guck mal. Schnucki, ich habe jetzt alle Kisten platziert. Yay. Und ich befürchte, dass das Lager viel zu klein ist. Ach du viel zu klein meine ich viel zu klein. Kann ich euch noch was helfen? Kann ich was für euch machen? Gerade mit einem fertig geworden. Könntest du das Lager erweitern? Wir brauchen das, was wir jetzt hier haben, nochmal so groß. Ja, das schaffe ich heute nicht mehr. Das ist. Wir könnten aber ernsthaft. Das ist eine gute Idee, da müssen wir auch gar nicht so viel machen. Wir können. Meinst du nicht, das reicht? Ja, für jedes Item ein. Ja, aber ich habe jetzt zum Beispiel eine Monsterkiste gemacht, weil ich das dumm finde, weil wir da eh nie Kisten voll kriegen. Ja. Habe ich eine Monsterkiste gemacht. Und da sind hier das beim Knochen. Ja, dann mach da ist halt jetzt so Monstersachen drin. Dann mach du das erstmal fertig. Wenn es nicht reicht, habe ich hier eine Idee. Und zwar hier, wo ich gerade bin. Ja. Ja, Manuel. Ich glaube, es ist wirklich komplett einfach. Da können wir quasi hier. Hier geht ja der Weg lang, ne? Dass wir den Weg einfach, weil guck mal, ich habe da hier schon geebnet und wir haben links, rechts hier Berge. Da müssen wir einfach bloß ein bisschen Erde umschaufeln. Das ist nicht viel Arbeit. Können wir hier einfach noch so einen Ableger hier lang machen, dass wir noch so einen Gang rein haben. Da kriegen wir locker nochmal 10 bis 20 Kisten dazu. Ohne großen Aufwand. Weißt du, was ich meine? Mhm. Cool. Ja, dann fange ich doch mal an, hier mein Lager umzuräumen. Kann ja nicht so schwer sein, wa? Muss man erstmal die Items finden. Nee. Nee. Da. Alter, wir haben schon 43 von den Zahnrädern. Yo! So, wenn du 43 von den Platten hast, dann ist yo. Von den Smooth Slates oder? Keine Ahnung, von dem man momentan teuer verkaufen kann. Hm, weiß ich gar nicht. Also ich weiß, der Motor ist teuer. Hier. Ach so, du meinst die CDs. Ja. Das wäre krass. Auf jeden Fall. Ja, aber die kriegst du eigentlich auch schnell zusammengefahren, ne? Es geht, die sind nicht gerade häufig. Man kriegt sie schon immer wieder, aber viele nicht. Hm. Haben wir eine Kiste mit Scheiße drin? Nee, ne? Ja. Achso, jetzt, hier haben wir jetzt die ganzen hier drüben. Hüte. Okay, gut. Dann packe ich die mal hier rein. Hier drüben schreit einer. Okay, Scheiße aller Art. Gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hab ich noch? Habt ihr schon rausgefunden, ob sich die Scheiße auf dem Boden selber aufräumt? nee, noch nicht. Da achte ich halt nie drauf, ne? Alter, wie ernst? Viele ihr habt so viele scheißende Viecher und ihr wisst das immer noch nicht. Ja, gerade wenn es so viel ist, liegt ja die ganze Zeit hier rum. Da achte ich doch nicht drauf. Tun wir bei den Werkzeugen auch die kaputten Sachen rein anscheinend. So, bei der Spitzhacke sind Fächer und Boogieboard drinne. Ja, das sind halt Werkzeuge. Das andere ist Farming, das ist Kampfding. Und das ist Lampen, Lichtquellen. Ach, so soll das sein. Alles klar, das ist Farming. Ja, ein bisschen verallgemeinern können wir das ja. Werkzeuge.
Ich meine, sonst haben wir halt so viel. Ich habe halt von Möbel habe ich zum Beispiel 2 Kisten gemacht. Das ist halt die Frage, ob wir das zukünftig erweitern. Müssen wir gucken. Wahrscheinlich, ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich müssen wir es erweitern. Es gibt halt wirklich hunderte von Möbelstücken, ne? Wir kriegen halt nur aus irgendeinem Grund nichts. Wo mache ich das rein? Ja, hä, das ist doch schon. Das ist halt das hier, warte. Guck mal hier, hier, das hier. Das ist das hier nur im Ofen gekocht. Also dann kommt es damit rein, oder wie? Können wir machen, ja. Ja, machen wir da einfach mit rein, ja. Ja, geil. Gefällt mir. So, noch Zementpads. Ja, mal. Aber weißt du, für die Passes haben wir hier für jedes einzelne eine Kiste. Hey, warte mal, ist das hier falsch, was du hier gemacht hast? Ja, anscheinend. Rock Pass hat eine eigene Kiste, aber du hast die beiden Passes zusammengelegt. Wir haben Gum Pass. Ja, manchmal komme auch ich durcheinander. Zement. Hallo. Hose hast du jetzt nicht dabei gehabt, ne? Aber ich zieh mich gerade aus, um die Schilder zu machen. Achso, ne, ich kann auch. Weil ich habe nämlich noch eine Hose, die ich gerade nicht brauche. So, ja, cool. La, 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 la. Das ist doch ein cooles Lager. Ja. Wir müssen nur noch warten, dass der Entwickler sagt, okay, gut. Halt! Die Klamotten wollten wir doch in diese Chest machen, diese. Nicht in Kisten. Was für ein Chest? Ist hier was drin? Ja. Was für eine Chest? Die ich jetzt hier platziere. Hui. Hast du schön viel Lauffläche hier, ne? Auf meinem Hut. Ach so, ja, stimmt. Das ist geil. Ah, da müssen wir noch ein paar. Die hast du verkehrt rumgesetzt. Du Schmock. Die hast du. Falsche Kiste. Da könnte man schon neidisch werden. Ja gut, okay, gut. Zur Not kriegen wir mit dem Trick hier noch 2 Kisten hin am Eingang. Brauchen auf jeden Fall Beleuchtung, damit hier die City ein bisschen im Dunkeln besser ausgeleuchtet ist. Wann wachsen endlich meine Früchte da bei den Bäumen? Ich will endlich einen Salat machen. Ara, der verlangt schon jeden Abend danach. Wo ist mein Eisbergsalat? Ja, das ist das Problem. Wächst halt nicht, ne? Eat anything? Palmwood. Haben wir noch Palmwood? Ne, ne? Ich gucke. Oder? Weiß ich nicht. Also nicht Planks? Hardwood Planks. Und nein, nichts mehr. Tja, Melvin, tut mir leid. Nein, kann ich hier nicht erfüllen. Wir haben leider den ganzen Tag am Lager gearbeitet. Was soll ich sagen? Ich leg mich mal schlafen, ne? Bei dir. Ja, Hand in Hand. Und im Hintergrund der Wald, der brannt. Tja. Ja, die Kommode da sieht eigentlich auch ziemlich sexy aus. Ja. Fehlt noch ein Wecker oben drauf, finde ich. Aber sonst ist cool. Ja, am nächsten Tag mache ich noch die Dailies, gucke ich noch, was ich da machen kann und dann bin ich raus. Oha, schon? Warum schon? Ihr macht ja nur noch eine Stunde. Naja, das sind nur noch 2 Tage. Nee, wir haben gestern so lange gemacht, ich muss heute ein bisschen früher aufhören. Oh ja. Theoretisch schon. Aber ich kenne da nichts, ich ziehe das durch. So, eigentlich nur, wie kannst du mal mithelfen und die Sachen hier rüber schleppen? Ja, aber ich, ja. Riesig jetzt. Toll, da haben wir jetzt hier direkt auch noch Kisten.
Ja. Aber wir haben schon eine Kistenkiste. Wir haben eine Kiste. Echt? Aber brauchen wir ja auch. Wir brauchen noch eine Kiste im Tiergehege, ne? Bei den Schafen. Ja. Oh, das Geld hat sich auch schon gut vermehrt, du. Moin, YubiKey. Das ist ja wieder. Rotwein wieder verdaut, ja. So, hier haben wir die Hosen. Jo. Dann haben wir da die Brillen. Ausgezogen aus den tiefsten Rillen. Einfach nicht hinhören. Ich habe nämlich, weil ich ja gerade erzählt habe, dass ich ja schon wieder eine neue Spielidee im Kopf habe. Das ist so ein Mix aus dem hier, was wir jetzt gerade spielen, und so ein bisschen Fallout 4. Kennt jemand Fallout 4? Oder Fallout generell? Ich glaube, 3 war 3 auch schon so? Ich weiß es gerade gar nicht. Da hat man ja so einen unterirdischen Bunker, und ich dachte mir, so ein apokalyptisches Szenario, wo du halt wieder an die Oberfläche kannst, wie in Fallout 4 quasi, wo man erstmal nur ganz schlicht anfängt. Du kannst unterirdisch deine Base ausbauen, deinen Bunker ausbauen, kannst Räume hinzufügen, so ein bisschen wie ein Dungeon Keeper, aber von mir aus der Ego-Shooter-Perspektive fände ich ganz geil. Wenn du aus dem Bunker rausgehst, hast du da deine neue Welt. Du kannst oben anbauen, du kannst Ressourcen sammeln da oben, und es gibt halt ein paar Viecher. So als ersten Schritt. Und das vielleicht mit bis zu 4 Leuten auf einem Server. Nee, sowas hatte ich mir jetzt so aktuell in meinem Kopf. Ja, ne? Oder das Ganze einfach mal als Singleplayer-Spiel, weil dann dauert die Entwicklung auch absolut nicht lange. Multiplayer macht... Also wenn du dir ein Projekt vornimmst und du sagst, das dauert einen Monat, mit Multiplayer dauert es halt 5 Monate, 5-mal so lange. So, die Werkzeugkiste. Jetzt muss ich erstmal gucken. Das kann ja erstmal da rein. Dann nehme ich die abgenutzte hier weiter. Das. Meine Axt, meine Angel, mein Fächer. Was gibt's noch? Mein Detektor. Fuck. Ne, doch. Ich wollte gerade sagen, ich habe den Detektor nicht nochmal eingesammelt. Doch, den hatte ich wieder eingesammelt. Und hier diese Waffe. Das sind ja so meine Sachen. Ah ja, und Schaufel. Scheiße, wir brauchen noch mehr Klamottenkisten. Echt? Ja. Achso, Kleider sind schon voll, ne? Achso, Kleider können wir extra Kisten machen. Aber jetzt habe ich schon die anderen... Okay, wir müssen eins alles verschieben. Wie? Das stört mich sonst. Wie eins alles verschieben? Aber wir können doch hier noch eins dran machen. Und da noch eins dran machen. Einfach. Oder... Ich meine... Eigentlich bräuchte ich mal für Klamotten 2 pro, ne? Ja, ich glaube sogar mehr. Klamotten sind halt echt krank. Ja, dann machen wir doch hier noch den Gang hier lang. Dann ist das so, dann unser Klamottengang. Ja, okay, dann haben wir hier Schuhe, Hose. Dann mache ich hier einfach Kleiden. Mhm. Aber das müssen wir ja nicht heute machen. Können wir dann morgen erweitern. Wo ist denn die Kistenkiste? Was, ihr habt in der Kiste Kisten drin? Ja. Auch nicht schlecht. Ja, weil wir haben jetzt viele Kisten übrig. Eine klaue ich mir jetzt noch, die kommt jetzt noch bei den Tieren rein. Um die wir uns immer so schön kümmern.